Frühzeitiger Schnitt bei hoher Flächenleistung ist notwendig zur Gewinnung und Erhaltung der wertvollen Nährstoffe. Daher muss das Food rasch dem Einfluss der Witterung entzogen werden. Die Produktion von hochwertigem, wirtschaftseigenem Futter steigert die Rentabilität im Viehstall. FAR bietet daher der Landwirtschaft ein neues Mähsystem an, den FAR-Kreiselmäher. Tausende von fortschrittlichen Landwirten haben sich bis heute diesen Vorteil zunutze gemacht und die Wirtschaftlichkeit ihrer Futterernte bereits beim Einsatz von FAR-Kreiselmähern eingeleitet. Der Mäher arbeitet mit zwei gegenläufig rotierenden Mähtrommeln in allen Mähphasen, unabhängig vom Kurbelstand. Der Mäher arbeitet völlig verstopfungsfrei. Der Schnitt ist stets sauber und exakt. An den Mähtellern der beiden Trommeln sind je zwei oder drei Mähklingen beweglich angebracht, die in ihrer Umlaufbahn bei hoher Drehzahl das Mähgut vom Standplatz trennen und den Mähtellern zur Schwartablage übergeben. Dabei werden lockere, luftige Schwaden geformt. Der Trocknungsvorgang ist eingeleitet. Mit seiner Arbeitsbreite von 1,65 Meter werden Mähflächenleistungen bis zu 2 Hektar in der Stunde erreicht. Durch seine konstruktive Auslegung bewältigt der Kreiselmäher auch das Mähen an Böschungen. Genauso sicher und risikolos ist das Mähen an Grabenrändern. Automatisch passt der Kreiselmäher sich der jeweiligen Hanglage nach oben und unten an. Mühevoll und stets mit Ärger verbunden war das Mähen von liegendem, verfilztem Futter. Der Kreiselmäher kennt dieses Problem nicht. Durch den rotierenden Mäheffekt arbeitet er wie in normalen Futterbeständen auch hierbei völlig verstopfungsfrei und exakt bei Flächenleistung wie im stehenden Grünfutter. Das Ausmähen von spitz auslaufenden Wiesenstücken ist für den Schlepperfahrer völlig unproblematisch. Kein Absteigen. Kein Räumen von Mähschwaden. Von den Mähtrommeln nochmals erfasstes Schwadgut wird einfach neu abgelegt. Beim Anfahren an Hindernisse rastet die Sicherheitskupplung aus. Der Mähkörper schwenkt seitlich zurück. Anheben, einklinken. Der Kreiselmäher zieht weiter seine Bahn. Den Kreiselmäher frontal an Schlepper einzusetzen, bietet günstige Vorteile. Für große Futterflächen oder auch für Lohnunternehmer kann er zusammen mit dem am Heck angebauten Kreiselmäher in einem Mähgang Arbeitsbreiten von 3,10 Meter bewältigen. Für das tägliche Grünfutterholen wird in Verbindung mit Ladewagen in einem Arbeitsgang gemäht und geladen. Für Schlepper geringerer Leistung gibt es den Kreiselmäher KM20 mit 1,35 Meter Arbeitsbreite. Er arbeitet nach dem gleichen System wie die große Maschine. Antriebsleistungen ab 25 PS sind ausreichend. Zum Straßentransport wird der Kreiselmäher einfach nach hinten geschwenkt. Die Schleppergeschwindigkeit kann voll ausgenutzt werden.
Nachschleifen von Messerklingen gibt es beim Fahrkreiselmäher nicht. Sind diese abgenutzt, werden sie einfach durch neue Klingen ersetzt. Mit einem Spezialschlüssel erfolgt der Patentmesserwechsel in Sekundenschnelle. Auswechselbare Gleitteller ermöglichen gleichmäßig niedere Stoppeln. 32 mm für Tiefschnitt. Durch Zwischenring 42 mm für Mittelschnitt oder 57 mm für Hochschnitt. Nach dem Mähen wird mit dem Kreiselheuer das Gut weiter bearbeitet. Die Erfahrung aus dem Bau von vielen hunderttausend Kreiselheuern war die Grundlage für die Konstruktion der neuen Maschine. Bei einer Flächenleistung von 4,5 Hektar pro Stunde zettet der Kreiselheuer KH40 Mähschwaden. Je zwei Kreisel wirken zusammen und drehen sich gegenläufig. An jedem der sechs Kreiselarme sind stabile, gefederte Doppelzinken befestigt. Sie erfassen das Erntegut vollständig. Für das Schwaden wird ein Schwadgetriebe aufgesteckt, das die Kreiseldrehzahl herabsetzt. Bei langsamer Kreiseldrehzahl und schneller Fahrweise schieben die Federzinken das Futter sorgfältig zusammen. Das Gut wird sauber gerecht und zu luftigen Schwaden geformt. Durch anfängliche Flächen- und spätere Schwadtrocknung wird eine wesentliche Verkürzung der Trocknungszeit erreicht. Auch eingeregnete oder verzopfte Schwaden streuen die Fahrkreiselheuer gleichmäßig und schonend. Die flache Neigung der Kreisel bewirkt saubere Aufnahme und flaches Streuen nach hinten. So locker abgelegt, trocknet das Futter in kurzer Zeit. Vollendete Wendearbeit, selbst bei großen Futtermengen, sprechen für die Kreiselheuer. Ihre hohe Stabilität sichert störungsfreies Arbeiten, auch unter schlechten Geländeverhältnissen und bei starkem, verfilztem Futter. Die Maschine ist einfach in Transportstellung zu bringen. Kreisel hochdrehen, Laufräder entriegeln, Sperrbolzen ziehen, Seitenmaschinen einschwenken, fertig. Das ist alles. Das hier ist der Kreiselheuer KH20. Er ist für kleinere Flächen bestimmt. Der Kreiselheuer KH20 bearbeitet in der Stunde 2,5 Hektar. Hier der KH20 beim Zetten. Genauso sorgfältig wie das Zetten wird das Wenden durchgeführt. Zum Schwadenziehen wird hier ein Schwadkorb benutzt. Gut geformte, große Schwaden, die Zwischenräume sauber gerecht, sind das Ergebnis. Der Kreiselheuer KH20 kann sowohl mit Schwadkorb wie mit Schwadgetriebe eingesetzt werden. Hier werden große Schwaden gestreut. In Transportstellung gebracht kann der Kreiselheuer KH20 das Futter von Wassergräben und von Feldrändern wegstreuen. Außer den Maschinen mit Großkreiseln bietet Fahr die Type KH4S mit vier Kleinkreiseln an.
Sie eignet sich besonders für Betriebe mit extrem unebenem, welligem Gelände und gewährleistet eine intensive Anpassung an derartige Bodenformen. Das Arbeitsprinzip gegenüber Großkreiseln bleibt gleich. Wie alle bisher gezeigten Kreiselheuer kann auch diese Maschine in Anhänge- oder Dreipunktausführung geliefert werden. Der größte im breiten Fahrkreiselheuerprogramm ist der Kreiselheuer KH60. Mit 7 Meter Arbeitsbreite und einer Flächenleistung bis 7 Hektar in der Stunde bietet er echte Schlagkraft und Wirtschaftlichkeit für Großbetriebe. Nach dem Zetten und Wenden folgt das Schwadenziehen. Hierzu zeigt Fahr neue Wege in der Futterwerbungstechnik, den Fahr-Kreiselschwader. Über die Schlepperzapfwelle werden in einem Zentralgetriebe eingebaute Rechenarme in die Kreisumlaufbahn gebracht und dabei so gesteuert, dass sie beim Erreichen des Schwadformers die aufgenommenen Futterportionen abwerfen und danach wieder in Rechenstellung zurückgehen. Einstellung und Bedienung sind sehr einfach. Schwadformer aus der Transportstellung in Arbeitsstellung schwenken. Den Kreiselkörper über das Zweiradfahrgestell mittels Verstellkurbel nah an den Boden bringen, wodurch Rechenkämme das Futter restlos aufnehmen können. Dabei dürfen sie aber den Boden nicht berühren. Eine Grasnarbenverletzung und Schmutzaufnahme ist so unmöglich. Die Steuerung der Kreiselarme regelt eine Kurvenscheibe im Inneren des Getriebes. Die sanfte Futteraufnahme durch die Rechenkämme schließt Brökelverluste aus. Durch das stete Aneinanderreihen der einzelnen Futterportionen an den Schwadformer bilden sich lockere, luftige Schwaden ohne jegliche Zopfbildung. Fremdkörper können nicht in den Schwad eingedreht werden. Ob einfach, doppel- oder mehrfach Schwad, stets ist die Rechenarbeit bestechend gut. So reiht sich Schwad an Schwad, exakt und sauber. Gerade richtig für die Pickup-Aufnahme der Bergegeräte. Kreiselschwader gibt es in 2 Ausführungen. Hier der Kreiselschwader KS6 mit 6 Kreiselarmen und 2,30 Meter Arbeitsbreite. Und der Kreiselschwader KS8 mit 8 Kreiselarmen und 2,80 Meter Arbeitsbreite. Beide Maschinen wahlweise für Ackerschiene oder Dreipunktanbau. Fahr bietet zu einem vollkommenen Heumaschinenprogramm ein komplettes Programm für die Futterwerbung. Hochdruckpressen von 10 bis 20 Tonnen pro Stunde gehören dazu. Auch Ladewagen übrigens. Mit der breitesten Pickup in Europa. 1,80 Meter. Breiter geht's nicht. Garnkasten für 4 Bindegarnrollen mit 180 Meter Lauflänge. Einfädeln kein Problem. Die Zinkenführung ist entscheidend für die Trennung von Ernte, Gut und Fremdkörper. Die wählende Pickup, der große Durchmesser der Pickup, das Tastrad führt sicher. Die federnd aufgehängte Pickup sichert vollkommene Aufnahme durch besonders engen Zinkenabstand. Im abgestimmten Rhythmus arbeiten Pickup, rotierende Zuführschnecke und Raffer synchron zusammen. Ziel, die kontinuierliche Beschickung und das Vorverdichten. Entscheidend für hohe, sichere Leistung. Nur eine rotierende Schnecke bringt massiges Gut schnell und sicher weiter. Hochdruckpressen trennen Bissen um Bissen. Jeder Kolbenhub bringt bei Fahr den kraftsparenden, ziehenden Schnitt. Raffen und Schatten. Der letzte Schwung vor dem großen Kolben. Dämpfung durch Federelemente. Außergewöhnlich robuste Kolben und Pleuel. Antrieb selbstverständlich im Ölbad. Führung voll auf Rollen. Sicherheit vor allem. Regelmäßig buchtet der Kolben.
Stopp! Das System schützt sich selbst. Ballen für Ballen. Pressen, Knoten und weg. Alles liegt in Ihrer Hand. Die Ballenlänge wird über ein Messrad und eine robuste Schaltung exakt gesteuert. Sie produzieren feste Ballen von 30 cm bis 1,30 m Länge. Fahrpressen erlauben alle Verfahren. Mit der Schurre auf den Wagen. Oder einfach die Ballen abwerfen. Oder mit der Schleuder hoch, zurück auf den Wagen. Das spart Arbeitskräfte. Die Wurfweite wird vom Schleppersitz aus eingestellt. Der Antrieb, ein hochmoderner Ölmotor. Gleichgültig, wie Ihre Bedingungen sind. Im großen Fahrprogramm finden Sie die Hochdruckpresse Ihrer Vorstellung. Sicher, robust, leistungsfähig. Wir wissen, wie Sie. Die Arbeit eines ganzen Jahres steht auf dem Spiel. Da ist das Beste gerade gut genug. Futter werben oder Futter bergen. Fahr setzt neue Maßstäbe für die neuzeitliche Futtertechnik.